Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Das Warten hat ein Ende. Heute zeigen wir euch endlich Schritt für Schritt unser Rezept für Samosa. Wunderschöne Dreiecke, ein knuspriger flaky Teig. Darin verbirgt sich eine würzige Füllung aus Kartoffeln, Blumenkohl und Erbsen. Diese bengalischen Samosa sind Soul Food pur. Wir machen heute bengalische Samosa, die nennt man bei uns auch Shingara. Und das Besondere daran ist die Füllung, denn neben den Kartoffeln darf Blumenkohl nicht fehlen und für die Optik machen wir noch ein paar grüne Erbsen mit rein. Die Kartoffeln haben wir bereits vorgegart. Lasst sie abkühlen, schält sie und schneidet sie dann klein. Nehmt am besten mehlig kochende Kartoffeln, weil wir sie später stampfen werden. Den Blumenkohl schneiden wir in sehr kleine Röschen. Arbeitet hier wirklich sorgfältig, denn am Ende brauchen wir eine feine Masse, damit sich die Samosas gleichmäßig befüllen lassen. Ein weiteres Geheimnis unserer bengalischen Füllung: Wir braten den Blumenkohl an, damit sich leichte Röstaromen bilden. Wir verwenden hierfür Senföl, das ist eines der Hauptöle in der bengalischen Küche. Es ist nicht ganz so einfach zu bekommen, aber wir verraten euch später, wie ihr das Senföl ersetzen könnt. Gebt eine Prise Salz über euren Blumenkohl und bratet ihn an, bis er ganz leicht röstet. So sollte das Ganze ungefähr aussehen. Nach dem Braten legen wir den Blumenkohl zur Seite. Jetzt kommen die weiteren Geschmacksgeber. Zum Würzen verwenden wir Bajpuran, das ist sozusagen das Five Spice Ostindiens. Die Mischung besteht aus 5 verschiedenen Samen, die perfekt miteinander harmonieren. Fenchel, schwarze Senfsaat, Kreuzkümmel, Bockshornklee und Schwarzkümmel vereinen sich beim Braten zu einem ganz neuen Geschmack. Das Öl muss gut erhitzt sein und dann wird das Bajpuran zusammen mit einer getrockneten roten Chili kurz angebraten, bis die Gewürze knistern. Wichtig hierbei, lasst den Bockshornklee nicht zu dunkel werden, denn sonst wird das Ganze sehr bitter. Dreht die Hitze auf mittlere Stufe und gebt sorgfältig klein gehackten Ingwer und Chili hinzu. Lasst alles etwa eine Minute braten, bis es nicht mehr roh riecht. Dann folgen die gestückelten Kartoffeln zusammen mit den gemahlenen Gewürzen. Bratet alles etwa 3 Minuten an. Die Kartoffeln verändern durch das Braten ihr Aroma. Das schmeckt viel besser, als nur die gekochten Kartoffeln in die Masse zu geben. Gebt bei Bedarf ein wenig Wasser zu den Kartoffeln und schmeckt sie mit Salz ab. Stampft die Kartoffeln jetzt klein, damit ihr die Samosa später schön gleichmäßig befüllen könnt. Jetzt könnt ihr den gebratenen Blumenkohl und die Erbsen unterheben. Füllt gegebenenfalls Wasser hinzu, sollte die Masse zu trocken sein. Lasst alles 5 Minuten bei schwacher Hitze und geschlossenem Deckel ziehen. In dieser Zeit gart der Blumenkohl zu Ende. Unsere Füllung muss jetzt ziehen, damit der Blumenkohl schön weich wird. Und wie gesagt, diese Variante mit Blumenkohl ist typisch bengalisch. Aber es gibt in ganz Indien hunderttausende verschiedene Arten, wie man Samosa füllen kann. Und was für mich total überraschend war, Samosa kommt ursprünglich gar nicht aus Indien. Das Wort leitet sich nämlich vom persischen Sambosak oder vom arabischen Sambusak ab. Ich hab das einigermaßen richtig ausgesprochen. Und gegessen wird Samosa in irgendeiner Form von Afrika über den Mittleren Osten bis nach Gesamt-Südostasien. Und uns würde interessieren, esst ihr das auch zu Hause? Was ist eure Variante? Mit was wird die gefüllt? Und wie heißt die eigentlich? Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Schreibt es uns in die Kommentare. Zum Abrunden schmecken wir die Füllung mit gehacktem Koriandergrün, Kalanamak, Garam Masala und Amchur ab. Diese Mischung ist absolut charakteristisch für indische Snacks. Typisch für bengalische Rezepte ist die Zugabe von Zucker, um den Geschmack der Füllung abzurunden. Wenn ihr kein Senföl benutzt habt, dann könnt ihr jetzt einen halben Teelöffel Senf oder Wasabi unter die Masse heben. Die Füllung war der einfache Teil. Der Teig ist schon ein bisschen schwieriger. Wir haben da wirklich sehr viel getüftelt. Wir haben meinen Vater gefragt, wir haben meine Schwiegermutter gefragt, wir haben uns ganz viele Videos angeschaut und irgendwie sagt jeder was anderes. Aber wir haben nach sehr viel Experimentieren die für uns perfekte Mischung rausgefunden. Ein guter Samosa-Teig lebt vom richtigen Verhältnis zwischen Mehl, Fett und Wasser. Wir wollen ein Ergebnis haben, bei dem der Teig knusprig und leicht flaky ist. Ui, wow! Aber er sollte beim Frittieren möglichst wenig Blasen schlagen. Deshalb darf der Teig nicht zu viel Wasser haben. Wir nehmen für den Teig Ghee und erwärmen es, bis es komplett flüssig ist.
Dann massieren wir das Ghee langsam und sorgfältig in das Mehl ein, bis das Mehl damit komplett benetzt ist. Auf Bengali nennt man das auch Moyon. Das sorgt dafür, dass sich weniger Gluten bildet und der Teig die perfekte Balance aus knusprig und mürbe hat. Wenn ihr das Mehl in eurer Faust presst und es seine Form behält, ist es gut durchmischt. Auch der Teig selbst soll Geschmack haben und nicht einfach nur eine reine Hülle sein. Deshalb kommt neben Salz noch etwas Zucker rein. Ein i-Tüpfelchen ist etwas Schwarzkümmel. Den kennt ihr vielleicht schon von türkischen Broten. Was da fantastisch schmeckt, schmeckt auch hier fantastisch. Jetzt könnt ihr kaltes Wasser in den Teig einarbeiten. Das kalte Wasser sorgt ebenfalls dafür, dass der Teig knuspriger und mürber wird. Knetet den Teig so lange, bis er schön gleichmäßig und fest ist. Seht ihr, so sollte er aussehen. Stellt den fertigen Teig etwa für 10 Minuten kalt, bevor wir uns an die Füllung machen. Der nächste und auch der anspruchsvollste Schritt ist das Füllen. Am meisten Spaß macht es, wenn ihr es zu zweit oder zu mehreren Leuten macht. Ich habe das früher immer mit meinem Paps gemacht, wenn wir Gäste hatten. Aber das ist schon so lange her, dass ich erstmal meine Technik wieder auffrischen musste. Das heißt, um ein bisschen Übung werdet ihr nicht drumherum kommen. Aber es gibt ein paar Tricks, mit denen könnt ihr euch die Arbeit vereinfachen. Kommen wir zum ersten Tipp. Lasst euren Teig ein wenig herunterkühlen. Er sollte etwas unter Raumtemperatur sein. Dann ist er zwar noch geschmeidig genug, um sich gut rollen und verkleben zu lassen, aber gleichzeitig stabil genug, um beim Füllen nicht auseinanderzugehen. Tipp 2. Ölt eure Arbeitsfläche und das Nudelholz leicht ein, damit ihr den Teig später besser lösen könnt. Wir nehmen bewusst kein Mehl, weil das im heißen Öl verbrennen würde. Jetzt könnt ihr den Teig rund ausrollen mit einem Durchmesser von etwa 20 cm. Der Teig reicht für ungefähr 16 Samosas. Für alle, die sich mit akkuratem Ausrollen etwas schwer tun, so wie ich, gibt es Trick 3. Rollt einfach eine größere Menge Teig so dünn aus, bis man die Arbeitsfläche darunter beinahe erahnen kann, nehmt dann den Deckel von einem mittelgroßen Topf und stecht ein rundes Stück aus, wie bei einem Keks. Solltet ihr keinen Topfdeckel in der richtigen Größe haben, dann nehmt euch ca. 60 Gramm Teig und rollt ihn so gut es geht rund aus. Der Teig ist etwas störrig, aber ihr könnt ein wenig mit der Hand nachhelfen. Das Ergebnis wird trotzdem gut. Jetzt kommen wir endlich zum Befüllen. Schneidet als erstes den Teig mit einem Messer durch die Mitte in zwei gleich große Halbkreise. Klappt ein Drittel des Halbkreises nach innen um und bestreicht den Rand mit Wasser. Legt dann die eine Hälfte auf die andere und drückt sie fest, sodass eine kegelförmige Tasche entsteht. Lasst die Hälften dabei gute 1,5 cm überlappen. Drückt noch einmal die Spitze des Kegels fest, damit er nicht aufgeht. Bildet mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis und legt die Teigtüte hinein, sodass die Falz zu euch zeigt. Klappt etwa 1 cm Rand um, sodass er auf euren Fingern liegt. Nehmt nun etwa 50 Gramm Füllung und befüllt sukzessive damit eure Tasche so dicht es geht. Jetzt wisst ihr auch, weshalb wir alles vorhin so fein geschnitten haben. Wäre die Füllung zu grob, würde entweder das Samosa ausbeulen oder es würden sich Lufttaschen bilden, die beim Frittieren aufplatzen. Sobald das Samosa gefüllt ist, bestreicht den Rand mit warmem Wasser, drückt ihn zusammen und klappt sie in Richtung der Falz um. Jetzt kommen wir zum Frittieren. Auch da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt einmal die High-Heat-Variante. Da werden die Samosa nur für 5 bis 10 Minuten bei ungefähr 180 Grad frittiert. Und die Low-Heat-Variante. Da frittiert man die Samosa bei ungefähr 120 Grad, dafür aber für 40 Minuten. Und wir haben uns für die goldene Mitte entschieden und machen das Ganze bei 150 Grad für ungefähr 20 bis 25 Minuten. Wir lassen das Öl anfangs bis auf 160 Grad erhitzen, weil es runterkühlt, sobald ihr die Samosas reingebt. Solltet ihr kein Thermometer haben, könnt ihr auch einen Holzlöffel mit dem Stiel in das heiße Öl halten. Bei mittlerer Bläschenbildung sollte das Öl die richtige Temperatur haben. Füllt euren Topf optimal mit Samosas aus. Sie sollten alle nebeneinander Platz haben, aber nicht zu viel Freiraum. So könnt ihr die Öltemperatur am besten konstant halten. Schaltet euren Herd so weit runter, dass ihr eine Temperatur von etwa 150 Grad halten könnt. Der Trick ist es, den Teig langsam durchzufrittieren, damit er schön gleichmäßig knusprig wird. Frittiert ihr ihn zu schnell, bei hoher Hitze ist er außen zwar goldgelb, aber innen noch teigig.
Haltet eure Samosas sanft in Bewegung, damit sie eine schön gleichmäßige Bräunung erhalten und nicht unten am Topf anbrennen. Gebt die fertigen Samosas auf einen Teller mit Küchenrolle, um das restliche Fett abtropfen zu lassen. Auch wenn es schwierig ist, geduldet euch und lasst die Samosas 15 Minuten ruhen, bevor ihr sie probiert. Solltet ihr noch Teig übrig haben, schneidet ihn in Rauten und frittiert ihn ein paar Minuten. Diese Snacks nennt man Nimki und sie lassen sich wie Chips knabbern. Wenn ihr solche Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit allerlei Tricks mögt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Unsere fertigen Samosa sind echt der Hammer. Sie sind wunderschön gleichmäßig mit einer knusprigen Hülle und einer herzhaften Füllung. Dazu passt am besten ein leckeres grünes Chutney oder ein Chai. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Video. Tschüss!